Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spellforce. Ein weiteres Mal in Farlonsheim mit einigen schönen, guten, tollen neuen Nachrichten. Die allererste, ich habe jetzt Sommerferien, sprich ich habe 6 Wochen lang Freizeit. Das heißt, ich kann da entweder ganz viel für mich machen oder ganz viel für euch machen. Mal sehen, wie das jetzt so sein wird, aber wahrscheinlich komme ich jetzt häufiger dazu, Let's Play Folgen zu machen, wenn ich denn die Lust finde. Das ist eben diese Frage, ob es jetzt wirklich so sein wird oder nicht. Wenn ich Lust finde, könnt ihr ganz, ganz viel gucken. Ansonsten, naja. Und was euch auch auffallen sollte, jetzt gerade schon, ich spiele nicht mehr, oder das, was ich euch zeige, ist nicht mehr in Half-Size. Es ist also deutlich schärfer. Ihr könnt es euch jetzt auf 1920x1080 angucken. Also eigentlich ist es 1600x1200. Aber bei YouTube wird das ja immer groß gemacht. Denn ich habe einen neuen PC. Und ein neuer PC, mein neuer PC, ist so um Längen besser als mein alter. Dieses und viele weitere Spiele laufen, oder eigentlich alle, laufen so viel besser. Auf maximalen Einstellungen mit allem drum und dran laufen die perfekt durch. Und das geht sogar mit Fraps. Selbst wenn ich Fraps alles, die Einstellung auf Maximum habe, geht alles perfekt. Festplattenspeicher ist genug da. Das heißt, ich kann gut Folgen drehen in guter Qualität. Jetzt müsste nur der Kommentar dazu gut sein, ne? Aber nein. Egal. Mein Geplapper muss ja nicht gut sein. Es ist jetzt für euch allein schon schön, wahrscheinlich, dass... Verbesserung ist fertiggestellt. Für euch ist es wahrscheinlich allein schon besser, dass es jetzt qualitativ besser ist und einfach schöner anzusehen ist. Ich habe immer vor allem, wenn ich mir dann selber Let's Plays angucke, ich gucke mir ja selber gerne Let's Plays an, und wenn ich dann gucke, was die für PCs haben zum Beispiel und was für eine Qualität, es ist doch irgendwo das Auge, das spielt mit sozusagen, ja, also... Man kann die schlimmste Grafik in einem Spiel haben, es kann trotzdem genial werden. Das Gebäude ist einsatzbereit. Aber am Ende ist doch ein gutes Spiel mit guter Grafik wesentlich besser als ein gutes Spiel mit schlechter Grafik meistens. Oder eben die, eine hohe Qualität beim Let's Play grafisch gesehen, ist immer sehr gut zusätzlich einfach zu haben. Natürlich zählt auch wieder das Gesprochene und beim Spiel zählt der Inhalt, ist klar. Es gibt auch Spiele mit Grafik, wo zum Beispiel Age of Empires... oder die ganzen N64-Spiele, ja, oder die ganz alten PC-Spiele, die ich habe sonst noch, die haben alle 2D-Grafik und furchtbar ungenau und sonst wie. Wirklich nicht schön eigentlich anzusehen. Oder die ganz frühen 3D-Grafik-Spiele, das war auch nicht so toll. Sind jetzt nicht super schön anzusehen einfach, aber trotzdem, man hat sie gespielt, weil sie einfach vom Inhalt her toll waren, so. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, die Spiele mit dem Inhalt und eine moderne Grafik und alles schön drumrum, das wäre doch deutlich besser. Weshalb ich, ja, mich auch natürlich selber freue. Ich kann endlich mal alles auf besten Einstellungen spielen, weil irgendwann will man doch auch mal das Beste haben. Und das ist mir jetzt möglich. Das wird vor allem schön sein, weil ich euch dann nicht nur die älteren Spiele zeigen kann per Let's Play oder so, sondern das Gebäude ist einsatzbereit. Die neueren Spiele unter dem meinen zeigen. Ich habe jetzt nicht viele neuere, aber ich könnte jetzt zum Beispiel Diablo oder so für euch Let's Playen ohne Probleme auf maximalen Einstellungen. Und das ist natürlich schon irgendwo besser als so Krüppeleinstellungen oder sonst was. Weil bei vielen möchte man dann den Text lesen oder sowas, oder die Spezialeffekte sehen einfach toll aus, sind sehenswert. Also was, aber gut. Kommen wir jetzt von Grafik zu dem Spiel, denn das Spiel an sich ist ja das Wichtigste. Die beste Grafik macht den schlechtesten. Das Gebäude ist einsatzbereit. Also, kann ich sogar machen? Will ich das machen? Passt das dahin? Ich bin müde. Wir werden in dieser Folge nichts Spannendes machen, bevor... Nein, passt nicht. Bevor euch irgendetwas denkt, nein, in dieser Folge werden wir ganz stupide ein paar Lager zerstören. Denn das ist das Einzige, was man eigentlich macht am Anfang. Farlonsheim ist dann nicht sonderlich spannend, weil das... Der Anfang besteht wirklich daraus, man läuft herum, macht die Lager platt und
Dann widmet man sich den interessanten Sachen, nämlich diesem Lager und dem Drachen, den man hier jetzt nicht sehen kann. Ne? Aber dem Drachen. Den Drachen werde ich als letztes machen, habe ich mir vorgenommen, denn ich möchte für den Drachen möglichst viele Totems haben. Weil der ist auf einer Insel, das heißt, ich komme per Nahkampf nicht ran oder sowas. Nur Fernkämpfe, und dann wollen wir ordentlich Fernkämpfe haben. Auch wenn Totems, wie ihr wahrscheinlich aus dem Spalt noch in Erinnerung habt, falls ihr das denn geguckt habt, die machen ordentlich Schaden. Aber man muss dran denken, es ist ein Boss, der hat hohe Resistenzen und viel Leben. Deshalb mache ich lieber das Maximum. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich ein großes Haupthaus kriege. Wenn ich ein großes Haupthaus kriege, kann ich bis zu 80. Ich glaube nicht, dass ich es mache. 60 oder so mache ich vielleicht. Aber ansonsten werde ich 50 machen. Das muss reichen. Ja, da sieht man nochmal den Schaden. Und nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal huste. Ich bin leicht erkältet. Zu den Waffen. Wirklich leicht. Das Schlimmste habe ich bereits hinter mir. Übrigens, eure Schwarzmagie ist genauso stark, wenn es stärker ist. Schwarzmagie ist angenehm vom Schaden hier. So, also Schwarzmagie tot natürlich nur. Die beiden anderen machen nicht so viel Schaden. Aber Schwarzmagie tot macht richtig fett Schaden nachher. Vor allem, wenn ihr euch erinnert, in Elony hatten wir die Dryaden, die haben diesen komischen Kreis da gezaubert und dann ist alles da drin gestorben. Diesen Zauber habt ihr auch. Nicht ganz so enorm stark, aber auf Stufe 12 könnt ihr damit schon so eine Truppe von euch unterlegenen kleinen Viechern einfach bumm weg. Ein Zauber und alles ist tot. Äußerst praktisch. Und ihr kriegt, wie hieß das? Todesblitz ist der normale Zauber. Ich weiß gar nicht. Gott, wie hieß das? Nicht Todesstoß. Ihr kriegt auf jeden Fall noch eine stärkere Version vom Todesblitz. Und die macht dann wirklich richtig, richtig viel Schaden. Ach, ich hätte... Oh, komm, jetzt hätte ich Totem. Na, egal, mache ich das beim nächsten Mal. lustige Bildfehler. Wie euch wahrscheinlich gerade auffällt, wenn ihr da genau hinguckt. Ich hätte eigentlich... Entschuldigung, das muss ich mal kurz nachgucken. Video! Wie Sync hat die extra eingemacht, weil die Bildfehler eigentlich nicht auftreten sollten. Aber nein, egal. Ja, ich weiß, V-Sync braucht man gar nicht anhaben. Mittlerweile gibt es ja diesen Adaptable V-Sync. Das heißt, ein anpassungsfähiger. Man muss also nichts mehr machen. Das Ding schaltet sich selber aus. Aber beim letzten Mal, das ist. Ich hatte das nämlich schon mal ausprobiert, natürlich. Oder? Der Fehler ging eigentlich weg, wenn man das angemacht hatte, aber naja. Mal gucken. Stimmt, ich habe bei den Speerträgern die Sensenspeere vergessen. Das ist ärgerlich. Die sind nämlich schon ziemlich hässlich. Egal, packen wir sie jetzt halt rein. Verbesserung ist fertiggestellt. Die sterben ja irgendwann mal. Ja? Clanbrüder zu mir! Ich weiß, es ist schon ziemlich ungerecht. Oder ziemlich dreist von mir darauf zu setzen, dass ich den Feinden sterbe. Ich finde auch die Priorität mit der geheilt wird interessant. Der hat so einen Schadenspunkt. Der andere ist halb tot. Heilung? Heilung? Was ist Heilung? Nicht zurückweichen! Ja, es ist Heilung oder Heilung ist eigentlich Verschwendung und Mana, meiner Meinung nach. Weil sie nicht gezielt heilt, aber. Ich bin faul. Ich rieche Blut. Vorsicht, Gegner! Komm wieder zu mir! Lass mich an! Herr Junge. Lass mich an! Auf mein Zeichen! Zu den Waffen! Ich rieche Blut! Wo sind die Gegner? Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Für den Schlag! Such sie. Durch der roten Linie. Ein Gegner an den Schlag. Schön, wie der da hin und her rennt. Zu den Waffen.
praktisch oben. Kriege zurückweichen! Ich wollte gerade sagen, im Praktizip, aber. Tod den Feinden! Ich habe Blut! Zu den Waffen! Ich habe Blut! Clanbrüder zu mir! Was liegt an? Wo sind die Gegner? Erklär mir einer diese Orks. Ein Gegenangriff! Oh, Frauen ist recht nicht. Frauen werden zu mir. Bereit, zur Ehre Aoniers! Der Mann der Frauen versteht. Die meinen es ernst! Auf meinen Befehl, schnell! Für die Freiheit! Ja, und so spannend wird es jetzt weitergehen. Ich werde die ganze Zeit im Kreis laufen, Lager zerstören. Tue wie befohlen. Dass die Karte wirklich ein Kreis ist, hat dabei nichts dazu beigetragen, dass ich diese Aussage getätigt habe. Da wir hier schlecht im Kreis laufen können, denn wenn wir da langlaufen wollen, meine Orks auf einmal dieses Menschenlager zerstören, und das brauchen wir noch. Ja, man, das Dreiste ist sogar noch, muss man bei dem Ganzen sagen, auf dieser Karte wird man diese blauen Lager missbrauchen. Als Quest. Es ist Teil der Hauptquest, diese Lager zu missbrauchen. Als Schutzschild. Als Schutzschild gegen die hier. Ja, ja, nein, ernsthaft. Man macht eigentlich den lieben langen Tag nichts anderes, als hier rumzurennen und alles kaputt zu machen, so. Aber später, wenn dann der große Kampf dann sozusagen stattfindet, dann benutzt man diese Lager eigentlich nur dazu, das ganze Zeug zu tanken, während man sich halt im Lager bewegt, die Gebäude. Wo sind die Gegner? Es ist eine Quest, vorwärts, vorwärts, ethisch fragwürdige Dinge zu tun. Und zwar nicht nur töten, das ist ja sowieso, aber auch Missbrauch von... Nicht zurück, wo sind die Gegner? Vertrauensmissbrauch. Vor allem, die sind nett zu einem, die lassen einem durch die Lager marschieren, geben einem Schutz und vorwärts, sonst was. Vorwärts. Wenn wir mit dem Typen reden, kriegen wir auch noch eine Bezahlung für diese Abzeichen, die wir da gesammeln, diese Wolfsabzeichen. Also, ja? Und wo sind die Gegner? Die missbrauchen wir dann auch noch als Schutzschild, wobei wir die gar nicht bräuchten in der Theorie. So begegnet man Gastfreundschaft gut und gesittet. Ich merke schon. Dieses Spiel hat echt nicht. So mit Freundlichkeit. Pam, 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 paff, paff, paff. Ich hoffe, er stirbt jetzt schon. So. Tue wie befohlen. Jawohl. Genau. Tue wie befohlen. Ihr hört ein und vernichtet einfach alles. Das ist dabei, welche sterben, ist mir klar, Weg. Aber dann kann ich sie wenigstens ausdauern. Vorwärts, vorwärts! Lauft! Okay. Ich rieche Blut. Scheinen wollen. Was liegt an? Sie meinen es ernst? Die kennen. So verteidigt man sein Lager. Man lässt an der einen Seite Türme, lässt die kaputt schlagen und ist trotzdem so dumm wie Stroh und bleibt da stehen, ja? So lohnen sich Verteidigungsanlagen. Ich merke schon. Tod den Feinden! Die KI in diesem Spiel ist echt das Einzige, was man bemängeln kann. Ich rieche Blut. Denn die ist wirklich gelinde gesagt. Die meinen es ernst! Aber das ist sie in den meisten Spielen nicht. Meine manche Spiele sind nur spielbar und bezwingbar, weil die Computer fehlerhaft sind. Klang wieder zu mir! Ich hab die Blut! Egal. Wo sind die Gegner? Die meinen es ernst. Nein, die schreien nicht und schlagen nicht mit ihren Schwertern wie irre ein auf euch und schießen Pfeile und sonst was, kämpfen um Überleben. Das ist kein Ernst, das ist ein Spiel. Okay, für mich ist es das, für die sicherlich nicht. Warum kriegen die eigentlich mehr Schaden als der? Das ist ein Hinterhalt! Hat bestimmt einen widerstanden. Naja, egal. Wir sind eh nur hier, um zu deffen und was. Was liegt an? Wo sind die Gegner? Tod. Grab. Irgendwo auf dem Schlachtfeld rum. Für den Clan. Lauf! Ihr habt sie getötet, was weiß ich, was ihr mit denen angestellt habt. Jawohl, Blut!
Was liegt an? Jawohl! So. Ja, Spannung. Viel Spaß. In Deckung zu den Waffen. Das ist ein typisches Strategiespiel. Es ist einfach. Vorwärts, vorwärts. Ja. Also nichts für Situationskomik und eindeutig auch nichts für während der Lagerzerstörung Spannung. Außer halt bei den interessanten Dingen, bei denen die Lager richtig schwer einzunehmen sind. Age of Empires, wenn man das jetzt nicht 1000 Jahre lang gespielt hat, rauf und runter und von vorn, hinten, links und rechts und auf einem Bein mit verbundenen Augen und sonst was. Da waren ja manche Sachen auch schwer, ja? Aber je länger oder je häufiger man so ein Spiel spielt, irgendwann wird selbst die spannendste Mission einfach, weil man die Tricks kennt. Oder sie ist einfach von Grund auf einfach und man muss nicht großartig taktisch planen. So wie das mit den meisten Spielen ja mittlerweile ist, dass die Leistung, die vom spielenden Individuum, also von der Spielerin oder dem Spieler vollbracht werden müssen, nicht sonderlich groß sind. Ich meine mal ehrlich, tue wie befohlen. Wo sind die Leistungsanforderungen? Bin schon auf halbem Weg. Sind in den letzten Jahren zu mir. Etwas gesunken, würde ich sagen. Lauft! Also klar, es gibt Spiele, die sind knüppelhart und vorwärts, unglaublich vorwärts. Schwer einfach. Erfordern taktisches Denken und sonst wie. Und zu den Waffen. Ja, bei manchen Spielen, die hast du noch am schwersten, wenn du schwieriges jetzt hast, und du schaffst es immer noch mit links, denkst dann nicht wahr. Dann habe ich hier Geld bezahlt, auch wenn es beim ersten Mal Spaß bringt. Also, Ehrgeiz, den erweckt es dann. Wobei, das bei mir sowieso, ich und Ehrgeiz, nee, lieber nicht. Nicht zurückweichen! In Deckung zu den Waffen. Genau, ich habe mich belohnt. Was liegt an? Die meinen es ernst. Für den Clan. Die Orks haben immer solche sinnvollen Dialoge. Und nicht vergessen, mit den Orks ein bisschen aufpassen, dass sie nicht in die Nähe der freundlichen Menschenlager kommen. Denn da würden sie sonst das ist ein Hinterhalt. Alles kaputt machen. Das wollen wir ja nicht. Ist auch toll, wie manche 3 und manche 4. Hinterlassen. Ah, scheiße. Ja. So kann man sein Mana auch verschwenden. Egal. Wir haben eh keine bessere Verwendung für Mana. Krieg, wo sind die Gegner? Krieg. Bin schon auf halbem Weg. Denkst nur an Krieg, ich merk schon. Die Linien müssen halten! Die Linien? Bei einer Person von einer Linie zu sprechen, ist ein bisschen schwer. Aber nun gut. Um jetzt mal ganz nebensächlich. Das ist ein Hinterhalt! Aufzurufen, anzusprechen. Wer wird Europameister, na? Wisst ihr es? Okay, doofe Frage. Natürlich wisst ihr es nicht. Wer weiß das schon? Aber was denkt ihr? Vor alledem. Für den Vorwärts, morgen vorwärts. Ist ja das Deutschland-Halbfinale und, also an dem Tag, an dem ich das drehe, morgen. Vorwärts, vorwärts! Und heute ist das. Ich will mal gerade gucken. Wo. Hier. Holz mehr, scheiße. Bin schon auf halbem Weg. Das ist nicht schön. Ja, was wollt ihr? Gleich weiter mit euch. Und bevor mich jemand fragt, nein, der Stein ist für uns jetzt noch nicht interessant. Ich würde ja sagen, also ich würde es erwarten, dass Spanien gegen Portugal gewinnt. Aber man weiß ja nie. Ich meine, Tschechien hatte auch einen grausamen Start gegen Russland und hat am Ende trotzdem noch in der Gruppe gewonnen. Und die Russen sind schon nicht auf halbem Weg.
Ägypten, es waren die Kroaten. Die sind fast sogar ins Viertelfinale gekommen, ins Halbfinale gekommen, ja. Nee, Viertelfinale, doch Viertelfinale. Nee, es war das Viertelfinale, dass sie fast gekommen wären, genau. Die haben eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Ja, und, interessant. Ich muss gerade gucken, und ich meine, wer sagt denn, dass Portugal nicht gegen Spanien gewinnen kann? Und ist ja auch für mich jetzt immer noch die Frage, was ist mit Deutschland, Italien? Wird Deutschland gewinnen? Ich meine, Deutschland ist sicherlich nicht schlecht, das kann ich nicht sagen. Aber sind sie jetzt wirklich so dermaßen gut? Zu den Waffen schon auf halbem Weg. Das Gefühl, es war immer jawohl. So. Jawohl! Naja. Ne? Und wenn mir jetzt irgendjemand hier jemand als Beispiel das Griechenland-Spiel anzeigt, von wegen hier, die sind doch gut. Das zählt nicht. Die Griechen sind doch eh schon längst gestochen worden. Das verlieren. Ich meine, hätten sie gewonnen, hätten sie keine Spenden. Wahrscheinlich nur von Deutschland bekommen in Euro kriegen. Das ist doch ein harter Zwist. Was würdet ihr machen als Spieler? Wenn ihr gewinnt, wisst ihr, dass die Deutschen euch nicht mehr mögen. Und dann wollen sie euch vielleicht gar kein Geld mehr geben. Ja, ich weiß, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass die Solidarität sich auf den Fußball beschränkt, aber... Ne, nur mal so als Andeutung. Nein, ich glaube natürlich selbst, dass die Deutschen das gewonnen haben, weil sie besser gespielt haben, aber... Oder mehr Glück hatten, wie auch immer man das jetzt nennen will. Aber, Ne? Nur so mal zum Andenken. Was willst du wie befohlen? Vorwärts, so, vorwärts. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon spiele. Wahrscheinlich schon lange genug wieder. Ich wollte die Folge nicht schon wieder übertrieben lang machen. Wohin? So, die wehrt sie jetzt noch ab und ich denke, machen wir das unter das Lager auf dem Hügel. Ich weiß nicht. Vorsicht, Gegner! Ich habe mich schon lange genug wieder labern hören, ne? Das Beste übrigens ist mit jetzt, dass ich schneiden kann bei voller Leistung und trotzdem währenddessen noch ein Spiel spielen kann. Das war immer früher, konnte ich nicht, während ich schneide, irgendwas anderes machen, wenn ich, wenn meine CPU, also mein Kern war einfach nicht stark genug dafür. Der hat das nicht mitgemacht, das heißt, der konnte entweder nur eine Sache oder eben die andere. Es hat dann furchtbar geruckelt im Spiel. Wo sonst? Wenn ich versucht habe zu spielen, während ich Video schneide, jetzt geht das nicht. Das Problem nicht mehr. Dafür habe ich jetzt ein anderes Problem, das sich nicht beheben lassen wird. Beheben lassen wird. Egal. Auf jeden Fall, weil YouTube Upload, das YouTube Upload, ich habe es ja jetzt, wie schon angekündigt, in deutlich besserer. In höherer Auflösung, besserer Qualität und sonst wie. Und das Ergebnis ist selbstverständlich dann, dass ich höhere Hochladezeiten habe. Das heißt, wenn ich ein Video hochlade, dauert das jetzt bedeutend länger als vorher. Vorher habe ich vielleicht eine Stunde maximal für zwei Videos oder sowas gebraucht. Bei LOL. Jetzt brauche ich für ein einziges gut eine Stunde. Wenn ich gar zwei. Also ich hätte jetzt die League of Legends Folgen hochgeladen, das hat schon Zeit gedauert. Da seht ihr übrigens, das kann ich kurz mal machen, ich habe zwei neue League of Legends Folgen reingestellt. Die sind schon mit dem neuen PC und neuer bessere Qualität und sonst was, werdet ihr auch sehen. Ihr könnt es auf maximalen... Was tun, auf 1920x1080 sehen, ohne Probleme. Bin schon auf halbem Weg. Relativ scharf eigentlich so. Also ist halt LOL-Qualität, ne? Na wunderbar, dass sie angreifen, während ich da bin. Schon auf das heißt Weg. Nämlich, die werden bei gleich ein sterben. Gegenangriff! Vorwärts, vorwärts! Weil die Orks haben Autoangriff. Für die sind die feindlich. Ich kann zwar nicht auf die klicken, dass ich die angreifen soll, aber das ist noch automatisch. Ich bin ein Fahrungs. So, und wir gehen jetzt hier rein und machen jede Menge Schaden. Dann lassen wir uns ja, Bartwachsen und fangen ein neues Leben. Bin schon auf halbem Weg. Ein Gegenangriff, den klar. Also nicht, dass ihr ein Bartwachsen. Moment.
Da ist jetzt die Frage, warum hat eigentlich keine Orgeinheit hier fertige Orks? Gibt es ja. Aber die haben alle kein Bart. Was liegt an? Da ist Bart. Fällt mir nur so gerade auf, ja. Ich weiß, dass jetzt nicht gesamt wichtig ist. Aber so solche Dinge, richtig sinnlose Sachen bei mir. Das Blaze. Das ist einfach anziehend. Wo sind die Gegner? Zu den Waffen! Tot den Feinden! Ich glaube mir, das Beste an einem neuen PC ist, dass alles flüssig geht. Ruckler sind das Störendste. Ein ruckelfreies, bugfreies Spiel ist immer noch besser als das welche hat. Ich meine, ein Spiel kann so gut sein, wie es will. Wenn es nicht flüssig spielbar ist, ist es scheiße. Ja, und das Schöne ist, es ruckelt nicht. Hurra. Brier Wolfs Elite. Na gut, killen wir den kurz. Und dann ist Schluss. Jawohl. Und dass sie den nicht angreifen, das erklärt sich bei dem Dialog. Ja, ich meine, du kannst keinen Questcharakter, keinen Hauptquestcharakter killen. Mit deinen Truppen, das geht ja nicht einfach. Ist schön, wie der gar nicht reagiert. Ich bin wohl nicht herausfordernd genug. Klang wieder zu mir! Ist auch schön, wie ich dem all den Schaden mache und er sofort auf meine Orks und los rennt. Tod den Feinden! Okay, so. Jetzt haben wir alles gemacht. Die Folge ist mal wieder viel zu lang, aber ihr habt einen ersten Einblick bekommen, wie das so ist mit meinem neuen PC. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge an sich. Ist ja nicht sonderlich viel passiert. So spannend ist erst recht nicht, aber naja. Wir kommen ja noch zu den interessanten Teilen dieser Karte und wir sind ja auch kurz vom Ende und dann wird es geschichtstechnisch richtig, richtig interessant für uns alle. Hoffe ich jedenfalls, dass ihr es genauso interessant findet wie ich. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.